Gleich in den TV Berlin Nachrichten: Krisentreffen zu Tegel doch erst am Mittwoch. Weniger Asylbewerber und auch weniger Leistungen und das Wetter. Gewohnt unbeständig geht es in den kommenden Tagen weiter. Ab wann es wieder regnet und wie warm es noch wird, mehr dazu am Schluss der Sendung. Herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 14. August. In der Debatte um die Zukunft des Flughafens Tegel wollen die Eigentümer am Mittwochabend zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Das Treffen mit Bundesverkehrsminister Dobrindt und den Chefs der Finanzressorts von Berlin und Brandenburg solle im Potsdamer Finanzministerium stattfinden, sagte ein Sprecher am Montag. Der Termin sei auf Wunsch Dobrindts um einen Tag verschoben worden. Hintergrund des Treffens ist die Forderung Dobrindts, Tegel auch nach Öffnung des Hauptstadtflughafens dauerhaft weiter zu betreiben, TV Berlin berichtete. Die offizielle Position der Bundesregierung, genau wie die der Länder Berlin und Brandenburg, ist, dass Tegel nach Öffnung des BER geschlossen werden soll. Beide Länder hatten deshalb ein Gespräch mit Dobrindt gefordert. Nach dem sprunghaften Anstieg 2015 ist die Zahl der Empfänger von Asylbewerberregelleistungen im vergangenen Jahr in Berlin deutlich zurückgegangen. 41.259 Menschen hätten Ende 2016 Sach- oder Geldleistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz empfangen, teilte das Amt für Statistik am Montag mit. Das waren gut 8.400 Bezieher oder 17% weniger als 2015. Erstmals seit 2008 ging die Zahl der Leistungsempfänger somit zurück. Von 2014 auf 2015 hatte sie sich auf knapp 50.000 mehr als verdoppelt. Den Rückgang begründeten die Statistiker einerseits mit dem Rückgang der Flüchtlingszuwanderung, außerdem seien viele Asylverfahren abgeschlossen worden, sodass viele ehemalige Empfänger inzwischen ausgereist seien, arbeiteten oder andere Leistungen bezogen. 68% der Leistungsberechtigten in Berlin stammten aus Asien, die meisten davon Afghanistan und Syrien. Bedienstete in Berliner Gefängnissen sind jetzt besser für den Notfall ausgestattet. Helme, Westen, Schutzschilder und schnittfeste Handschuhe wurden angeschafft, wie die Justizverwaltung auf Anfrage der Deutschen Presseagentur sagte. Seit 2016 seien dafür gut 270.000 Euro ausgegeben worden. Die Beschaffungsaktion ist abgeschlossen, hieß es. Der Bedarf aller Justizvollzugsanstalten an Schutzausrüstung und Bekleidung für die kommenden Jahre sei somit gedeckt. Knapp 6 Wochen vor der Bundestagswahl können die Wahlberechtigten in Berlin bereits ihre Stimme abgeben. Seit Montag ist nämlich die Briefwahl möglich. Dabei haben die Wähler 2 Möglichkeiten. Sie können zum einen Briefwahlunterlagen beim Wahlamt ihres Bezirksamtes anfordern, dann diese in Ruhe zu Hause ausfüllen und per Post kostenlos zurückschicken. Wähler können aber auch direkt in die für sie zuständige Briefwahlstelle gehen und dort gleich ihre Stimme abgeben. Das Verfahren gilt sowohl für die Bundestagswahl als auch für den Volksentscheid zur Zukunft des Flughafens Tegel. Wahlberechtigt sind am 24. September etwa 2,5 Millionen Berliner. Die Landeswahlleitung rechnet mit mehr als 600.000 Brieffehlern. Eine Jury aus Pflegern und Kuratoren hat den Schneeleoparden-Nachwuchs im Tierpark den Namen Kitai gegeben. TV Berlin hatte bereits vergangene Woche diese süßen Bilder vom Tierpark zugesandt bekommen. Die Jury habe den Namen aus knapp 1000 Vorschlägen ausgewählt, teilte der Tierpark am Montag mit. In den Namen verberge sich ein Hinweis auf die Herkunft der Raubkatze. Marco Polo hatte in seinen Reiseberichten von einem Ort Kitai oder Kaifei berichtet und beschrieb damit die Region im heutigen China, in der die größte Anzahl wilder Schneeleoparden lebt. Der kleine Leopard soll übrigens voraussichtlich ab nächster Woche im Außengehege für Besucher zu sehen sein. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist es meist nur leicht bewölkt und es bleibt trocken. Die Tiefstwerte liegen um die 16 Grad. Am Dienstag wird es mal wieder richtig sommerlich in der Hauptstadt. Bis zu 29 Grad erwarten uns. Dazu ziehen nur vereinzelt Wolken vorbei. In der Nacht zum Mittwoch kann es dann allerdings Regenschauer und Gewitter geben. Und der Ausblick? Gewohnt unbeständig geht es in den kommenden Tagen weiter. Am Mittwoch ist es meist nur leicht bewölkt, bei Höchstwerten um die 24 Grad.
Am Donnerstag steigt das Quecksilber zwischenzeitlich wieder auf bis zu 27 Grad an, aber auch die Wahrscheinlichkeit für die Gewitterbildung geht nach oben. Am Freitag erwartet uns dann ein Mix aus Sonne und Wolken. Örtlich kann es auch leichten Regen geben. Die Tageshöchstwerte liegen hier bei 24 Grad. Ja, das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.